Acclaim Entertainment Inc. Approbe Development. Approbe Development, ja. Glaubst du es? Stargate! Dere Freunde, ich bin's wieder, Lunaflexi, und ich begrüße euch erstmal mit einem Deutsch zu einem neuen Projekt, und zwar Stargate. Ein Spiel, was ich in meiner Kindheit sehr oft gespielt habe. O'Neill wurde durch einen mächtigen Sandsturm von den anderen getrennt. Er ist nun alleine in feindlichem Gebiet. Nur mit Hilfe von Daniel Jackson, dem genialen Archäologen, kann O'Neill seine Mannschaft wiederfinden und zur Erde zurückkehren. O'Neill hat den Auftrag, mit einer Atombombe das Target zu versiegeln. Die Bombe ist nicht mehr zu finden. Jo, wir spielen Stargate. Ein Spiel, was ich als Kind immer sehr gerne gespielt hatte und mittlerweile keine Ahnung mehr habe, wie das funktioniert. Und auch, jo, könnte interessant werden. Schauen wir uns mal an. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Oh, ein Käfer. Ein Käfir. Wir können laufen, rennen, springen, mit einer MG rumballern und eine Handgranate werfen. Bäm. Schauen wir mal. Es kann sein, dass ich ewig brauche, um mich mit dem Spiel wieder zurechtzufinden, aber egal, das ist eine Mine. Die sollte man nicht... Hier ist nochmal eine Handgranate. Dann gucken wir mal hier unten drunter, was da unten drin ist. In diesen Höhlen kann man nämlich reingehen. Ich bin gespannt, weil ich kann... habe das Spiel das letzte Mal gespielt, wo ich 12 war oder so. Ich habe es tatsächlich schon mal durchgespielt. Und zwar da, wo ich 12 war. Und jo. Bäms. Ich mag das Spiel, das wusste ich noch, dass ich es mag, aber inwiefern ich es mag, was alles passiert und so weiter, ich habe keine Ahnung. Hallo, kleines, komisches Dingens. Das ist wie der Film. Also, ihr kennt ja Stargate, komm, sollte jeder kennen. Uhu, Kollege. Und hier haben wir ein Medipack oder ähnliches. Ja, ich glaube, das ist Heilung. Was gibt's noch? Komm, stirb, Karottenkäfer. Explosion. Die Handgranate, wie ihr seht, wenn ich lange schieße, kann die MG überhitzen. Was haben wir noch? Hier ist mein Leben. Ich habe 5 Leben, ein Continue, 0 was auch immer und 0 Atombombenteile. Das wird sich dann rausstellen, was hier passiert. Ich freue mich schon sehr. Ich mochte das Spiel sehr gerne. Bin mal im Endeffekt gespannt, was passieren wird. Und das war dumm, dass ich in diese Mine da geklettert bin. Hier im Haus. Kleine Käfer. Die kann man auch kaputt stören. Kaputt zerstören. Und ja, immer aufpassen, welche hier so komische, lustige Handgranaten rumliegen. Ein kleiner Knuddelmann. Komm her, Knuddelmann. Stirb, sehr schön. Hier haben wir ein Lager, da ist ein bisschen Leben drin, das werden wir nicht benutzen. Hallo Daniel, was sagst du, mein Kumpel? Jackson! Wo sind Kowalski und meine Männer? Bin ich froh, sie zu sehen. Ihre Mannschaft wurde von Ra, dem übernatürlichen Herrscher dieser Welt, angegriffen. Schreckliche Schrift. Negadana. Ra-Sklaven halfen uns zu entkommen, aber wir ließen unseren Verrat in den Vorräte in den Höhlen. Kowalski und ihre Männer warten dort. Finden Sie wenigstens 5 Kisten der Vorräte für uns in den Höhlen. Ich kümmere mich um die Koreaner. Sie werden uns beim Kampf gegen Ra helfen. Gute Idee. Lasst Sie uns an die Arbeit gehen. Natürlich. Ja gut, die Schrift ist total schrecklich, ist mir gerade aufgefallen, habe ich aber schon gesagt. Warum explodiert die Bombe, wenn ich unter ihr laufe? Hm, das ist mein komischer Kontakt mit ihr. Hallo, alte Frau, bist du ein Nordkoreaner? Hallo, alter Mann. Hm, okay. Ich bin kein Feind, oh großer Krieger. Dies sind die Höhlen, von denen Daniel sprach. Finde alle Vorräte und gehe nach Nagada im Osten. Weil in Nagada ist ein Nagada. Stehst ein Nackter. Achso, hier stand jetzt Vorratskisten, 5 Vorratskisten, 1 von 5. Ja, wir haben ja immer unterschiedliche Missionen, die es zu erfüllen gibt. Wir können richtig coole Sachen machen, wir können uns überall rausstellen, wir sind einfach nur sexy. Haben ein paar Bomben und irgendwas anderes gefunden? Nee. Diese Käfer sind absolut asozial, weil die nämlich hüpfen können und so weiter, einfach mal weg und schießen und quasi alles machen. Oh Gott. Die würde ich fast behaupten, da schießt man am besten, indem sie unter einem sind. Bams, 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 bams. Ja, wäre ich da gleich drauf gekommen, dann hätten wir uns da einiges sparen können. Kann ich hier hoch? Warte. Jawohl, kann ich. Und zwar mal müssen. Nein, das wollte ich nicht. Oh Gott, warum stelle ich mich denn gerade schon wieder so an?
wupp, und zerstört. Ja, wie gesagt, es ist schon sehr lange. Es kann ein bisschen dauern, bis ich mich mit dem Spiel wieder zurechtgefunden habe, aber es ist mir eigentlich relativ egal, weil das Spiel sehr schön ist und sehr Spaß macht. Käfer, 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 Käfer. Käfer, sehr schön. Gut, dann gucken wir mal hier runter. Nächste Vorratskiste und zwei Leben, an die ich natürlich nicht rankomme. Da oben ist die nächste Vorratskiste, aber da kommen wir jetzt erstmal nicht an. Deswegen suchen wir uns einen weiteren Weg nach oben. Was ist hier? Irgendwas zum Schlafen? Wieso habe ich das Gefühl, dass hier irgendwas kommt? Nein, nur ein Käfer und Munition. Munition? Was bringt Munition? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe auf jeden Fall Ammo gefunden. Vielleicht macht das unsere MG stärker. Ich habe keine Ahnung. Wir werden mal sehen. Wieso habe ich das Gefühl, dass hier irgendwas ist? Komm, wir laufen mal ein bisschen schneller. Freund, 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 Blase. Hey, hey, bleib mal cool, mein Freund, bleib cool. Und Worms, zerstör. Bist du zerstört, ha? Bist du zerstört? Meinst du, du bist jetzt Scarabessa als ich, oder was? Total gutes Wortspiel, Scarabessa. Kann ich da runter? Worms? Ab in die Erde. Und klick, klack, schnibbidiwapp. Hier konnte ich doch runter und ja, okay, aber da muss ich auf die andere Seite runter. Nix Problemski, nix Problemski. Ich bin gespannt, wie viele Parts dieses Spiel hat. Dieses Spiel hat auch ein paar ganz coole Szenen. Also, wir rennen hier nicht mehr so in guten alter Jump-and-Shoot-Manier rum. Aber hauptsächlich, warum hältst du dich da nicht fest? Sondern es gibt, also, gibt's Abwechslungen, die geht ja gar nicht. Die alten Granaten, die werden auch irgendwann besser. Es gibt sehr schöne Endboss-Kämpfe. Wir können mit einem lustigen Schiff fliegen. Mhm. Kannst du quasi, können wir quasi fliegen lassen. Ja, komm, spring. Da, boah, Mensch. O'Neill. Springen Sie bitte etwas runter. Und hier kann ich... Komm her. Soll ich Angst zu dir haben, oder was? Nee, habe ich aber nicht. Weil Vorratskiste, eine wunderschöne Grandhanate und zwei Medipacks. Ja, ich nenne die Dinger Medipacks. Bitte frag mich nicht, warum. Wie viel habe ich denn? Vier habe ich, oder? Vorratskisten 4 von 5. Ja, und dann wird die andere hier hinten sein. Einfach mal hier hoch. Das war schön. Ja, das war weniger schön. Und abgebämselt. Ja, und ich glaube, wir sind tatsächlich etwas stärker geworden. Ja, okay. Guck mal, fliegende Skarabäen. Also richtig, Skarabäen, das sind so quasi die Jugendlichen davon. Zack, zack. Hier ist alles relativ groß und die Vorratskisten sind alle gefunden. Ich möchte aber noch natürlich alles erforschen. Ich möchte mir dem Spiel Zeit lassen, weil 6 Vorratskisten von 5. Gehe nach Nagata. Ohne meine Hose stehe ich Nagata. 7 Vorratskisten von 5. Okay. Mann, okay. Wenn ihr mir die quasi auf die Balustrade werft, dann habe ich da kein Problem damit. Hallo? Ja, die Musik von dem Spiel ist okay. Also, ich habe schon schönere Musiken gehört, aber da gibt es auch so einige relativ eingängige Stücke, muss ich zugeben. Und nochmal Ammo? Nochmal Ammo. Sind wir jetzt wahrscheinlich noch stärker, oder? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man da quasi unendlich Ammo. Und wir können es wieder rauschecken und gehen nach Nagata. Nagata, Nagadi, Nagata. Warum? Moment mal, mein Freund. Warum bist du wieder da? So haben wir aber nicht gewettet. Ja, genau. Kotzt du mich einfach mal von der Seite an. So hässlich bin ich jetzt auch nicht, mein Freund. Ja, ich weiß, es gibt andere Leute. Ja, Ed. Komm. Hier. Bams. Ja, wesentlich schneller. Flop. Flop. Ist quasi ein kleines Level-Up, schätze ich mal. Flop. Und Rybor. Und nun können wir nach Nagata. Nagata. Eddie? Ich geh nochmal kurz zu Daniel Jackson, vielleicht sagt er was so, ey, cool, Alter, bist ein Prolet, Mann. Ja, ist gut. Nee, nicht? Gut. Aber dann nehmen wir doch mal, ja. Boah, okay, ich bin schon richtig stark. Zack, mal kurz Safe State einlegen. Nee. Na komm. Bums. Ja, guck mal, ey. Oh. Ja, kann uns keiner was. Dich habe ich von drin zerstört, mein Freund. Hier kommt wieder einer von den Petersens. Und Flump! Sehr schön. Ich frage mich gerade, ich möchte eigentlich mal da nach unten gucken. Diese Stelle erinnert sehr an Star Wars, was ich vielleicht auch mal spielen werde. Also für die Super Nintendo, was ich noch nie gespielt habe. Aber könnte echt nur durchaus interessant sein. Gibt es hier irgendwas Cooles drin? Wir sind wieder in einer Höhle.
Ich möchte hier eigentlich alles erforschen. Finde ich hier unten was? Also außer... zack. Und der explodiert schnell. Und hier haben wir die Knarre in den Hintern gerammt. Hier ist so ein reines Suchspiel halt. Also wirklich reines Suchspiel. Findet man viele Sachen oder auch nicht. Ich glaube, hier gibt es auch so geheime Sachen wie Atombombenteile und so, die überall sein können. Und da möchte ich... Oh, hör auf, mich anzukotzen. Das ist wieder eine ekelhafte Stelle. Aber eins und... Wenn du immer nicht hochgehen würdest, ich muss erst schießen und dann... Gut. Bob, bob. Wieder fast viel Leben. Und wieder Ammo. Ich weiß nicht, was Ammo heißt. Kann ich die Gegner irgendwann one-hippen? One-hippen. Hip, hip, hurra. Hm. Das sehen wir dann. Flip, flup, schnibbidi-bop. Hier rüber. Alter. Kann man doch irgendwie nach oben oder so noch? Ja, hier. Ist hier irgendwas? Nein, da ist nichts außer Sir Peter Ustinov. Und jetzt könnten wir mal gucken, ob wir nach Nagada kommen. Oder ob da vielleicht ein Nagada ist. Ja, ich werde diesen Witz jetzt ungefähr 225 Mal bringen. Das geht euch aber gar nichts an. So, wunderbar. Wieso gehe ich eigentlich so schnell darum? Hi. Es wird da ins Gesicht gesprungen. Na, natürlich so. Alter, jetzt habe ich aber viele Handgranaten. Die Handgranaten, die brauche ich noch, aber... Pff, scheiß auf diese Handgranaten. Die sind... The Witzlers. Und wir sind in Nagata. Mit voller Energie. Die geheimnisvolle Stadt Nagada. Menschen aus dem alten Ägypten wurden als Sklave nach Abydos verschleppt. Das Volk lebt dort seitdem in ständiger Angst vor Ra, dem Herrscher. Hallo, alte Frau. Magst du Chips? Hier. Nicht? Räum's. Es ist wahr. Der große Krieger wird kommen, um uns gegen Ra anzuführen. Wenn ich dadurch meine Männer zurückbekomme, bin ich dabei. Wir werden dir auch helfen, wenn du unsere vier Stammesältesten in Nagata finden kannst. Sie sind nach dem Kampf mit Ra... mit Ras Horuswachen verschwunden. Was ist in der Sache für mich drin? Einer unserer Ältesten kann das östliche Tür öffnen. Deine Männer gingen in diese Richtung. Ja gut. Ah, hier haben wir wieder so einen dünn. Recht coolen Soundtrack. Also ich weiß nicht, aber selbst die... selbst die in Anführungsstrichen schlechten Spiele für die Super Nintendo, die hatten noch ihren Charme und ihren Flair. Ey, mein Freund. Das ist auch wieder so ein Spiel, was eigentlich... Okay. Duell! Jetzt könnte ich... Ah ja, hier kann ich auch schießen, genau. Ich werde versuchen, hier ein paar Sachen zu finden. Werde mal überall durchgucken und finde natürlich nochmal Ammo. Wenn mir irgendjemand sagen kann, was Ammo ist, ich würde mich drüber freuen. Hallo, Mr. Horus Wache. Achso, schießt dann, okay. Du bist ja direkt kampferprobt, mein Freund. Stirbst du auch mal? Danke. Also, ich glaube, das sieht jetzt gerade nicht sonderlich gut für mich aus, aber wir gucken mal überall rein. Hier kann man klar rein. Das sind so wie die Höhlen quasi. Okay. Aber wisst ihr was? Ich mache jetzt noch hier die Höhle kurz. Und dann beende ich den Part auch schon. Geht zum nächsten Part weiter mit Stargate. Wie er mich erwischt hat, die Sau. Okay. Gut, macht nichts. Ein bisschen Leben. Schadet niemanden. Ah, Leben. Ah, fresh life. Blump. Hier müssen wir immer schön gucken, weil einfach runterspringen ist nicht. Sagte er und sprang einfach runter. Aber da können immer so lustige Sachen passieren und ich kriege hier gerade richtig Granaten. Boah, anziehen. Hier ist doch irgendwo nochmal... Also, den ersten alten Mann habe ich gefunden. Das freut mich. Irgendwie will ich die ganze Zeit das Aladdin-Sprungtuch machen. Meine Fresse. Das Aladdin-Sprungtuch anwenden. Wer alle Disneys Aladdin schon gespielt hat, der weiß, was ich meine. Nicht? Mehr? Komm her. Jetzt aber. Geht, ich habe genug Handgranaten. Und hallo, erster alter Mann.
Muss ich mit mir reden, ne? Willst du nicht mit mir reden? Stirb. Wenn die Waffe übrigens überhitzt ist, kann ich noch kurz zeigen. Dann schießt sie langsamer. Gut. Na gut. Geht so. Okay, Freunde, ich würde sagen, das war der erste Part von Stargate. Ich freue mich auf den nächsten. Ich hoffe, ihr auch. Euer Luna Flexi. Bis zum nächsten Part.